Michael Kästner ist in der Dorfkühlkammer. Er holt ein Wildschwein, das er vor 3 Tagen mit einer geheimen Marinade eingestrichen und gespritzt hat. Heute ist es reif, und zwar reif für die Tonne. Im hessischen Emsdorf ist die Tonne aber kein Abfall, sondern spezielle Zubereitung. Das Wildschwein aus der Tonne nennt man hier liebevoll Tonnenbutzie. Ein Jagdfreund brachte die Methode mit aus Kanada. Dort wurde ein Truthahn ähnlich zubereitet. Und da haben sich die Emsdorfer gedacht, was mit einem Truthahn geht, geht auch mit unseren Sauen. Entschuldigung, Butzie. Wenn man in Emsdorf irgendwo hin will, muss man nicht weit. Und Michaels Grundstück ist auch nicht weit. Auf der Streuobstwiese ist Platz genug. Ein Quadratmeter wurde mit Sand ausgelegt, Alufolie darüber, falls von der Sau Fleisch abfällt. Dann wird das marinierte Wildschwein auf einen speziellen Spieß gebunden. Mit Draht natürlich. Ist sie richtig festgezurrt, kommt der ganze Spieß auf den vorbereiteten Platz. Die Tonne, Marke Eigenbau, wird jetzt komplett darüber gestülpt. Fertig ist der Backofen. Oh, ist schon heiß von der Sonne. Ja. Die überstehende Folie abschneiden. Damit es schön aussieht. Darüber kommt dann der gelochte Ring, der Kohle und Hitze am Fass hält. Michael schwört auf gute Holzkohle, die sei besser zu kontrollieren als alles andere Brennmaterial. Anzünden und dann kommt der wirklich anstrengende Teil. Aufpassen und Bier trinken. Mit dem genauen Rezept will der Weidmann nicht so richtig rausrücken. Was ist denn bei euch drin im Rezept, im mediterranen Rezept? Da ist Chili zum Beispiel drin. Da ist Knoblauch drin. Wobei wir nicht so voll Knoblauch nehmen, wir nehmen lieber das Knoblauchsalz. Paprika ist drin, Thymian ist drin. Und das Schönste daran ist, das jetzt währenddessen aufpassen, Bier trinken oder hinterher essen? Vorher das Bier trinken, da freut man sich drauf. Nach dem Essen hat man, wenn es fertig ist, hat man natürlich Appetit und Hunger, weil die Nase dementsprechend gereizt wird durch diesen schönen mediterranen Geruch, den das Fass jetzt verteilt. Wollen wir mal gucken, wie lange das Mediterrane noch so locker über die Lippen läuft. Ui, ui. Wie lange braucht denn nun die Sau zum Garen? Man geht immer davon aus, dass wir das in der Schwarte wiegen. Ja. Es wiegt jetzt 30 Kilo. Davon kann man ausgehen, wenn man es abgeschwartet hat, alles drum und dran, pro 10 Kilo eine Stunde, 3 Stunden. Okay. Ja. Plus, minus. Ja. Ja, das ist dann rein nach Gefühl, wie man das jetzt hier so sieht, wie das Feuer abbrennt und wie man nachgibt und. Mhm. Alle halbe, dreiviertel Stunde muss Michael nachkippen. Das war's. Die Methode ist so einfach wie genial. Die geht sogar in einen Dackelschädel. Will man den Garzeitpunkt nicht verpassen, stellt man sich die sogenannte Bieruhr. Vier Bier, 4 Stunden, dann sind die Gäste da und die Sau ist garantiert fertig. Fertig, 1, 2. Und das Fleisch ist sogar, es fällt vom Knochen.
Der ganze Spieß kommt auf einen Zerwirktisch. Spieß entfernen und dann kann man alles Fleisch vom Knochen lösen. Und das duftet köstlich. Das lechzt ja hier. Ja. Die Gäste sind voller Vorfreude und zum Essen wird natürlich auch noch geblasen. Kann man die Methode noch verfeinern? Sag ich mal, mit der Zeit können wir vielleicht ein bisschen runtergehen, weil wir meistens im Winter machen. Da brauchen wir die 4 Stunden, aber jetzt hier im Sommer wegen der Außentemperatur da vielleicht dann, sag ich mal, eine halbe Stunde, 20 Minuten weniger. Und das ist eigentlich sonst, bleibt alles so wie gehabt. Ist gut? Sehr gut. Super. Ja? Sehr gut. Und du isst das erste Mal Tonnenbutz hier? Nein, das hatten wir schon mal. Ehrlich? Ja. Und lecker? Ja, da war aber auch der Michael dabei. Wenn es nicht lecker gewesen wäre, wärst du nicht hier. Das stimmt allerdings. Gegrillt ist ganz anders, aber hier im Fass ist eigentlich so der ursprüngliche Geschmack. Weil es, ich meine, sie spritzen es ja vorher und dann kommt auch wirklich der volle Geschmack zur Geltung. Ja. Und das ist das eigentlich, was es ausmacht im Fass. Sehr lecker. Und schön zart. Sehr zart, ja. Die beiden Köche lassen Teller und Salat gleich weg. Direkt vom Knochen schmeckt es doch am besten. Das Tonnenbutz hier. Ja.